Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Jetzt warst du, beteiligt ihr euch wahrscheinlich. Hey, Clarius, du hast doch gesagt, du machst mit dem nächsten Teil oder mit was anderem weiter. Ja, würde ich gerne, habe ich verpennt. E-Mail schreiben muss ich noch. Sowieso noch eine weitere. Heute werde ich eventuell auch nochmal versuchen, mit Square Enix oder mit irgendeiner anderen Firma noch ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Aus dem folgenden Grunde, dass ich da ja auch noch Spiele habe von. Und wollte einfach mal fragen, wie sich das Let's Play-mäßig verhält. Auch wegen Monetarisierung und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt schon erstmal die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir wollten ja sowieso noch hier einiges holen. Heißt, ich werde sowieso 45 oder 50 Parts vollhauen. Noch bei Assassin's Creed Revelations. Und dann geht es definitiv weiter in den nächsten Teil. Und auf jeden Fall, ich weiß, ich habe jetzt ziemlich oft schon und gesagt. Auf jeden Fall steht fest, dieses Jahr noch werde ich zusehen, mindestens 3-4 Spiele in einem Monat ja mehr zu haben, vielleicht, die halt dann nicht häufig kommen, sondern wirklich parallel zu meinen aktuellen Let's Plays. Heißt, da kann es sein, dass ich dann das nämlich so wochenmäßig mache. Heißt, eine Woche halt jetzt wie beispielsweise Assassin's Creed und Reynolds Monday. In der nächsten Woche haben wir dann halt ganz viel von Half-Life und Portal oder so. Ne? Also halt eine andere Woche ist, ne? So dass das schon wochenabhängig ist. Ich muss dann nochmal gucken, eventuell mache ich das auch immer so, dass ich eine Woche durchgängig alles habe. Da muss ich immer mal mit dem Timeplan gucken, also wie ich das einbauen kann. Weil ich habe ja so um 12 ist ja immer die Detalic-Spiele derzeit. Um 13 Uhr halt Ubisoft-Games, finde ich so. Oder halt anderes, was ich halt um die zweite Zeit spiele, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in den zweiten rein. Da hatte ich ja noch nicht alle Klötzchen geholt. Im dritten habe ich alle geholt. Im vierten haben wir alle geholt. Im fünften haben wir keinen geholt, weil im fünften war der Sound weg. Da gucke ich heute noch nach, dass ich da Sound habe. Dann nehme ich das mit Sound auf. Werd die Anmoderation und Abmoderation extern nochmal aufnehmen. Heißt, mehr oder minder nehme ich dann quasi im Anschluss die Anmoderation auf, die eigentlich in der Folge sein sollte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins zweite. Hol uns da den zweiten Würfel, falls es da einen zweiten gibt. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Es rattern da noch die Zahlen und Prozesse durch gerade. Die Pseudo-Prozesse, sag ich jetzt mal ganz klar. Und ja. Erinnerungssequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Danke, Siri. So, und daher mir alles andere zu langsam vorkommt. Die Morgenglocke. Gott, hab ich die gehasst. Sie läutete 5 Tage die Woche kurz vor Dämmerung. Wir Kinder mussten noch vor den Vögeln aufstehen. Los, Desmond, steh auf, nicht trödeln. Frühsport, jeden Tag, dann schnell am Bach waschen und Haferflocken und Apfelsaft zum Frühstück. Bah. Ich bin sicher 1 Million Meilen marschiert, bevor ich 10 war. Aber es war nett. Ich mochte es draußen in den Bergen, die Stille. Die frische Luft, den tiefen, dunklen Wald. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Sieht man Rapid City von hier? Nein, nein. Das ist viel weiter östlich. So, eventuell hört man mich auf der Taste tippern. Ich will nämlich mal versuchen, hier oben raufzukommen, oberhalb des Eingangs, um zu gucken, ob ich was übersehen habe. Unter anderem hier oben. Nein. Und auch da ist nichts. Heißt, ich habe mich langsam wieder runter begeben. So. Und jetzt begeben wir uns hier in den Raum.
Geräusche höre ich, sehen tue ich keinen. Auch hier an der Seite nicht versteckt, okay. Und da ist auch keiner, okay. Wie gesagt, ich gucke halt mich um, ob ich jetzt noch den Würfel finde. Wir machen das ja quasi wegen den einen Würfel, den ich noch haben möchte. Anders gesagt, ich will ja quasi nur den Würfel noch holen, damit ich die Vollständigkeit habe. Und hier hätte ich mich mal besser umschauen sollen. Da haben wir ihn. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Heißt, ich mache hier kurz einen Cut. Und wir hören, beziehungsweise sehen uns gleich wieder. Denn, ja, wie gesagt, ich habe den Würfel. Ihr kennt das Level. Notfall guckt euch den zweiten Part von der Desmond-Partition an. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon zurück wieder. Nachdem ich ja den zweiten Würfel in der Welt 2 geholt habe. Ich nenne es jetzt einfach mal Welt 2. Wir werden auf jeden Fall den fünften Welt nochmal einen Besuch abstatten, aber nicht mehr heute. Aber, daher wir noch so viel Zeit über haben, gehe ich wieder hier rein und hol mir da auch noch ein paar Sachen. Beziehungsweise vielleicht ein paar Läden. Wenn das denn das die Möglichkeit gibt, weil dort nichts kommt nichts, ist ja klar, aber vielleicht schaffen wir es ja. Übrigens nochmal danke für euer Interesse an den Unboxing nochmal. Nachträglich jetzt, nachdem ich mal jetzt ungefähr, ach weiß ich wie lange her, ne? Auf jeden Fall danke, dass ihr so fleißig das schaut und auch so viele zusätzliche Abonnenten dadurch dazugekommen sind, gefühlsmäßig. Ich werde häufiger mit Anime demnächst arbeiten. Nicht zu vergessen, ne? Also Unboxings werden kommen. Ich werde auch noch andere Sachen. Ja, nicht nur Anime. Also ich werde alles unboxen, was ich jetzt zumindest paketmäßig bekomme, womit ich das abgesprochen habe. Und falsche Montur, nicht, dass ihr euch wundert. Und natürlich alles, wo ich sage hier, das ist Product Placement, weil wurde ich jetzt auch schon unterstellt von wegen. Ich hätte Produktplatzierung gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe dafür Geld ausgegeben, Leute. Ich habe das nicht geschenkt bekommen. Ich habe, klar, ich habe die Hälfte zahlen müssen dafür. So viel steht fest. Aber es ist keine Product Placement. Es ist meine eigene Meinung. Ich finde das gut. Ne? Nee, gut. Oh, wir haben hier... Oh, wir haben hier das. Aber hey, das können wir auch mal machen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Okay, das Klettern geht mir eigentlich auf den Senkel. So, einmal schnell hier rum. Darum, darum, dann da, ja okay. Yep. Falls wir hier noch irgendeine Mission haben sollten, natürlich klar sein, ne, dass ich die auch mache. Okay, dafür mussten wir jetzt da hochklettern, um herauszufinden, dass da das ist. So. Mittlerweile beherrsche ich ein paar Tricksprünge, nicht wundern. So oft wie ich schon hier auf Gebäuden hoch und runter springe, ne? Also hoch und runter, hochklettern und runter springe, so würde ich sagen. Meine Güte. Ich hab's heute aber auch irgendwie, ne? So. Was treibt denn dazu, sich so aufzuführen?
da jetzt denke ich, okay, ich kann mir den abfüllen, wenn ich noch die fünfte Welt mache. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie fern sich das mit dem Ton verhält. Wie konntet ihr noch so lange überleben? Also, wenn er bei der fünften Welt Ton ist, heute noch, dann nehme ich das heute noch auf. Ich werde heute sowieso noch weiter aufnehmen müssen eventuell. Falls das aber nicht der Fall sein sollte, dann nehme ich das erst in den folgenden Tagen auf. Mit anderen Worten, quasi morgen. So, verstehen Leute jetzt auch mittlerweile. Ich wollte eigentlich gerade hoch. Ah, Desmond. Und ja, diesmal in dem Fall Desmond, weil wir sind ja Desmond gerade. Auch wenn es nur die Montur ist. Sind wir doch schon. Wir sind total hin und weg. Oh, Alter. So. Und ich nehme mal alle an. Warte mal, wir haben bei den Assassinen noch. Okay, das sind einige, die jetzt wieder was gekriegt haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle so das Level, wo sie alles schon haben, ne? Aber das sagen wir nicht, ich kann... Ne, okay, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie Ausrüstung auch noch ändern. Das wäre es ja noch geworden. So, ach warte, was mache ich denn da? Ich kann die doch direkt wieder losschicken. Huch, Leute, sag doch mal was. So, da. Mittlerweile habe ich ja so viele Assassinen, da kann ich die einfach alle losschicken quasi. Ohne Probleme können wir das eigentlich machen, ne? Obwohl, wir brauchen ja auch noch welche, die uns unterstützen, falls wir mal hier was brauchen. So, ich suche mal schnell den nächsten Assassinen-Unterschlupf. Vielleicht haben wir doch noch irgendwas, was wir da machen können. Am besten hier ganz in der Nähe wäre ganz schön. Dann ist er nur der Einzige, der da drüben ist, ne? Alles klar. Nee, Quatsch, da hinter mir ist direkt einer. Den nehme ich dann auch. Ich sollte vielleicht mal... Also eine Feste meinte ich natürlich, nicht eine Unterschlupf, Entschuldigung. Bin aber auch manchmal ein bisschen fiddelig. Entschuldigung. Ich beobachte euch. Was zum Herrn? Merkt ihr unsere Regeln nach? Hast du wenigstens etwas für mich? Nein? Ihr solltet euch besinnen und beten. So, erstmal mich verpieseln da. Weil der mich ganz halt schubst und das möchte ich nicht. So. Wir können hier was machen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ist natürlich ein... Oh! Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, wollte ich nicht. Man sollte... Ich wollte plündern. Da. Ich glaube zwar, dass ich schon alles besitze, genau, alles habe, so. Aber trotzdem können wir hier überall nochmal unsere Nase reinstecken.
So, wir haben jetzt wieder 10.000 Aktie, fällt mir gerade mal ein. Heißt, wir können doch sowieso noch ein paar Sachen kaufen. Heißt, zu morgen, übermorgen sollten wir damit durch sein. Von den Folgen her auch, ne? Hey, komm, dann gucken wir mal schnell hier in der Umgebung, was das nächste Liegende wäre. Irgendwie ist halt... Seit einer gewissen Weile ist meine Maus ein bisschen, was das Scrollrad angeht, langsam. Aber trotzdem funktioniert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Maus ist einmal für den Eimer. Oh, Entschuldigung. Habt ihr denn den Verstand verloren? Gibt es einen Grund für diese Grobheit? Er riskiert mehr als nur seinen Kragen. So, und ja, ich weiß, ich habe nicht gerade die flüssigste Aufnahme gerade, aber... Gegrüßt, Effendin. Ein bisschen alt für einen Kopf. Oder nicht? So. Jetzt haben wir den Mediziner gekauft, verdammt, ich wollte eigentlich... Na egal. Müssen wir so oder so. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe ja im Off schon weitergemacht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, an die Zahl. Besser, ja, 10. Also 3 oder 4 habe ich schon im Off noch gekauft. Ach, hier ist der Schmied. Mittlerweile kosten die aber auch dementsprechend schon. Und ich glaube, ich will mal mit den 6.000 mir mal wieder einen Rüstungsteil gönnen. Ja, ja, komm. Edle Sachen. Dann zeig mal her. Ach, Rüstung. Nein. 6.525 haben wir und die kostet 10. Das sind dann 20, das sind dann 30, das sind dann 40, das sind 50. Also wir brauchen mindestens 50 bis 60. Leere Taschen der Herren. Nee, 55. Nee, hä? Moment mal, wir wollen... Ja doch, 55 bis... Ja. Heißt, wird sowieso nicht. Okay. Ist der einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Auch nicht schlecht. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Gucken wir erstmal auf die Karte, ob da noch was zu finden ist. So, das reicht mir auch schon vom Zoom her. Wie gesagt, ich werde dann einfach in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf mein Geld achten, dass ich dann schon mal eins der Rüstungsteile kaufen kann. Dann verbleiben ja nur noch 30 bis ZW 40, die ich ausgeben muss. Die ist schon hinter mir her, du. Ich will mal das Feuer ein bisschen wieder lodern. Nee, nicht lodern. Schüren? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall das ein bisschen abdämpfen, die Aufmerksamkeit auf mich. Ach ja. Oha. Ganz schön gefährlich. Er wird sich noch etwas antun. Nee, ich tu mir nichts an. Das ist alles hier. Meine Tante Funder, das sehen. Dass du mir gerade in den Lauf gelaufen bist? Das soll deine Tante Funder sehen? Wow, gut. Ich weiß ja nicht, was deine Tante Funder für interessant empfindet, aber jemanden im Lauf reinzulaufen? Ich weiß ja nicht. So, und auch das hier ist wieder gekauft, wie gesehen. Und da haben wir schon pro 20 Minuten immerhin knapp 15.000 an Einnahmen. Nee. Oder? Doch. Doch, glaub schon. Ey, ich guck einfach keine Uhr. Oh! Okay. Das ist neu. Wir haben noch 5 Minuten. Soll ich vielleicht noch 3 Minuten ranhängen eventuell? Zusätzlich dann noch. Falls das lange dauert, was da oben ist. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, komm. Oh Gott, wollte schon sagen.
Ja komm, wir machen das jetzt mal eben schnell noch. Notfalls schneide ich die zweite Abschnitt hiervon noch in... Sag mal, was ist denn jetzt los? Ich mach mal ganz kurz Escape, Leute. Eigentlich hat sich da nichts... ich kann ja mal die Umgebungstextur... Tut mir leid, dass dann jetzt die Umgebung ein bisschen darunter leiden muss. Die Qualität. Aber ich will mal wissen, was das jetzt ist. Und falls wir noch länger dafür brauchen, dann hänge ich noch mal ein paar Minuten ran. Nein, erzähl mir keinen Quatsch. Komm, das machen wir. Ach stimmt, der hat ja keine Hakenklinge an der Hand. Sieht ein bisschen seltsam jetzt natürlich aus dann. Okay, Leute. Ich glaube, da hänge ich echt noch mal ein paar Minuten dran. Oh, ich hoffe, dass das passt. Ich schneide auch so das ein oder andere raus, falls da was schwitzen ist. Eventuell die Ladezeiten oder so, wo ich nicht quatsche. So wie jetzt. Nein. Also ich werde auf jeden Fall das ein oder andere rausschneiden, was unnötig war. Aber ich glaube, da war nichts. Also. Hänge ich einfach nur ein bisschen Zeit dran. Oh, interessant. Dürfen wir jetzt klettern oder wie? Ist ja nicht so, dass wir das irgendwoher schon kennen. Ach ja, Assassin's Creed. Man muss immer klettern. Mal sehen. Oh, von 6 Minuten. Okay. Dann machen wir direkt Start, weil ich will ja auch nicht Hagia Sophia erkunden. Ach, das ist die Hagia Sophia. Ihr erinnert euch? Das Ding, was wir freigeschaltet hatten in dem einen Part. Das hier ist das, was wir freigeschaltet haben. Also quasi. Gut, schnell, schnell, schnell. Also wir können uns leider nicht lange umgucken. Weil wie gesagt, die 6 Minuten. Und ich weiß noch nicht mal, was wir eigentlich machen sollen. Ja klar, erkunden ist mir... Ist mir klar, aber... Wie fern jetzt erkunden? Oh, okay. 6 Minuten? Könnte knapp werden. Was ich schon mal mache, ist mein Timer zurücksetzen, mal ganz kurz, damit ich die Zeit im Blick habe. Nichts zu sagen? Komisch. Mein Nichtersatz. Ein Weg, wenn ich runterfallen sollte. Oder sowas in der Richtung. Das hätte ich jetzt mitgerechnet, aber naja. Eine Kiste! Ich weiß, ich sollte es lassen, aber nein, mache ich nicht. So. Falsche Richtung, falsche Richtung. Wir müssen wahrscheinlich da lang. Und. Ja, ich habe recht. Huch! Ich kann es nicht lassen, ich muss die Kiste. Tut mir leid. Aber wir sind ja noch relativ gut im Zeitplan, würde ich behaupten. Und notfalls mache ich einfach beim nächsten Mal hier weiter. Läuft ja zum Glück nicht weg. Oh Gott. Hey, was ist denn hier? Ach so, deswegen sind wir einmal rumgeklettert. Alles klar, verstehe schon. Ja, Kamera, du brauchst dich nicht selbstständig drehen. Ich kann das auch selber. Da. Ach ne, ich kann auch einfach rüberklettern. Hopp, hopp.
Oder wäre da noch was gewesen oben? Mal geguckt? Nö. Gut. Ist ja auch immer wichtig zu gucken, ob man irgendwas übersieht, wenn man einfach irgendwo anders hochklettert. Ich verstehe schon. Eventuell. Ja, okay. Wir haben noch knapp 4 Minuten. Gut, dass er immer einen informiert, wann ich was drücken muss. Weil manchmal traue ich mich sonst nämlich nicht wirklich da loszulassen oder zu springen. Zitat, es ist sehr hoch. Und da brauche ich keinen Absturz. Zumindest nicht aus der Höhe. Da bringt ihn auch im Rückweg nichts. Zitat Ende, ne? Also von wegen, oh, ein Weg, falls ich stürzen sollte. Ich glaube, das bringt ihn auf der Höhe nichts mehr. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir klettern hier anscheinend erstmal im Kreis. Oh, und sollen jetzt höher klettern. Am besten aber schnell. Ist der wahnsinnig, Alter. Ganz, ganz, ganz liebe Leute da draußen, bitte nicht nachmachen in echt, bitte. Das ist doch Wahnsinn. Okay, was machen wir jetzt? Bitte nein, könnt ihr das nicht tun? Ach so, okay, wir sollen... Okay, da haben wir doch noch was. Seht ihr Leute, also wenn man das Spiel lang genug durchspielt und noch weiter spielt und sich noch einiges holt und so, lohnt es sich noch richtig. Falls wir das nicht schon gemacht haben sollten und ich jetzt einfach nur durch Zufall nochmal hier drin bin. Aber ich glaube eher nicht, weil wir hier irgendwas geöffnet haben. Wie gesagt, das war ja auch bei Passwort so. Ich habe ja noch die restlichen Schlüssel geholt, extra. Dann haben wir ja die schöne Rüstung da gehabt. Ihr erinnert euch? Und ich glaube, ich werde das immer so machen. Ich werde jetzt nicht mehr dieses Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern ich werde wirklich dann durchgängig Part so und so machen. Und einfach alles mitnehmen vom Spielen, was geht. Und wenn ich wirklich merke, okay, da ist nichts mehr zu holen, da ist auch nichts mehr, was noch großartig spannend wird, dann mache ich allerdings auch ein Ende. Ende. Trockener Hals und trockener Mund verschlagen sie nicht so gut. So, aber ich würde mal sagen, ich habe zwar, glaube ich, schon einen Screenshot gemacht, aber ich finde das hier einfach, weil man dann stelle ich mich dahinter. Dahinter, nicht darauf. Ja, ich soll zur Stadt zurückkehren, ich weiß, aber ich will erstmal noch ein Thumbnail machen. Ja, okay. Dann muss es von hier so sein. Okay, ich glaube hier so, ne? Ihr müsst mir vergeben, wenn jetzt irgendwie da irgendwas in der mit drin ist. Hier noch mal ein paar. Ah, diese zwei Pfosten. Mann. Warte, andere Idee. So. Ich glaube, das nehme ich als Hand. Das passt auch besser, weil wir hier zum Schluss waren. Na gut. Dann gehe ich jetzt noch zur Stadt zurück. Die paar Sekunden werden ja wohl noch gehen. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt auf jeden Fall eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich werde noch zusehen, dass ich noch ein paar Minuten selber spiele, um noch ein bisschen was an Einnahmen da in dem Game zu generieren. Und ansonsten gucke ich, dass ich dann zu heute noch eine weitere Aufnahme mache, mit der 5. Abschnitt, wo wir ja keinen Ton hatten, leider. Und dass ich dann heute auch noch für euch ein kleines Zusatzvideo mache, weil ich heute vielleicht eventuell noch Tankblast aufnehme. Da war nämlich heute ein Update an den Tag, wo ich heute sage immer. Und eventuell ist das dann auch der letzte Part von Tankblast, ne? Weil da kommt auch nicht mehr viel. Ich kann das natürlich nochmal selber ein bisschen hin und her spielen, aber so viel Neues wird er jetzt wahrscheinlich nicht gekommen sein. Oder der Multiplayer ist endlich online auf gut Deutsch von denen. Das ist natürlich dann was anderes. Aber ich würde mal sagen, alles in allem würde ich sagen, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage.
Ich bin raus, euer Zeus. Haut rein. Und ciao.